Parsec Productions. Presents. Damit herzlich willkommen hier bei diesem Video. Wir spielen wieder Slender. Das ist ein Horrorspiel von Parsec Productions. Und das Ziel ist, 8 Seiten zu sammeln. Und ich spiele es nicht allein. Nein, ich habe hier noch Begleitung bei. Und zwar Markus. Guten Tag alle zusammen. Wir spielen zwar nicht im Koop-Modus, aber er zockt hier zeitgleich bei sich. Und wir werden uns dabei ein bisschen unterhalten. Ja. Also nicht wundern, wenn er einfach mal so reinschreit. Ich bemühe mich, es nicht zu tun. Kurz zur Lage. Draußen ist dunkel. Es ist spät. Und es ist kurz vor 12. Kurz vor 12. Okay, ich bin drin und laufe gerade durch den Wald. Genau. Und zwar, wie gerade eben schon gesagt, unser Ziel ist es, hier durch den Wald zu laufen und 8 Seiten zu finden. Die sind an auffälligen Orten versteckt. Wie zum Beispiel hier bei mir im Video seht ihr wahrscheinlich dieses Silo da. Gleich mal schauen. Wir werden jetzt auch immer Bescheid sagen, wie viele Seiten wir haben. Also wenn einer von uns eine Seite bekommt, bekommt ihr es auch mit. Bei mir ist klar, aber auch bei Markus. Ja, ich werde einschreien. Das wirst du so oder so. Und da ist auch schon unsere erste Seite. Und was steht da drauf? Don't look or it takes you. Das macht uns wahrscheinlich sehr viel Mut. Also nehmen wir es mal. Und haben... Oh, was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es geht los und es hängt. Nein. Kurzer Frame-Einbruch. Die Musik hört ihr wahrscheinlich jetzt. Oh. Das wird etwas Schlimmes werden. Ach, stell ihn nicht so an. Kurz nochmal dazu, die Taschenlampe kann auch leer gehen. Deswegen würde ich empfehlen, auch mal ein bisschen auszuschalten. Joa. Follow. Das ist meine erste Seite mit einem riesen Typen, der neben einem Baum steht. Oh, und ich sehe schon, bei mir fängt es an zu krisseln. Und sehen wir ihn dann schon? Nein, wir sehen ihn noch nicht. Den Schlendermann. Bei mir krisselt nicht. Und da ist wieder Silo. Meine Güte, jetzt kommen wir da nicht lang. Da ist er. Da ist das. Oh mein Gott, jetzt kann man ihn nicht sehen, weil das Bild so verkrisselt ist. Also, da ist der Slenderman. Ja, immer diese Bildstörung, das ist sehr ätzend. Und ja, muss man. Bildschirmkabel geprüft? Wollte ich gerade sagen, muss man machen. Und ich auch. Ist doch echt schlimm. Und da ist er schon wieder weg, der Slenderman. Always watch no eyes. Hast du schon die zweite Seite? Ich habe jetzt die zweite Seite mit einem Typ, der Kreuze auf dem Gesicht hat. Oh. Und zwar in dem Haus. In diesem Badezimmer ohne Badezimmereinrichtung. Das Haus. Zu dem werden wir auch noch kommen. Vielleicht? Nee, wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich nicht. Sei mal nicht so optimistisch. Aber ich habe Angst vor diesem Haus, da erschreckt man sich immer so viel. Ja, das Haus ist wirklich schlimm. Ah, da ist er. Ah. Also, wenn wir im Haus sind, jetzt ist er hier wieder irgendwo. Der schneidet uns immer die Wege ab. Also, er führt uns zum Haus. Wenn das der richtige Weg ist, glaube ich. Ich glaube, hier geht's los. Ah! Ein Klavier! Ein Klavier? Wo ist denn dein Klavier? Warum soll mitten in deinem Wald ein Klavier stehen? Der Ton! Gut, dass da irgendwie. Der Ton! Der Ton! Ach so, ich dachte, das ist ein Klavier. Nein! Oh, komm, wir laufen mal durch den Wald. Oh! Ach, wäre auch cool. Na klar. Gibt's doch hier in Dortmund. Mit dem Klavieren in der Stadt. Der Innenstadt.
Ja, aber in der Innenstadt fehlen keine Bäume. Ja gut, doch. Also vielleicht ein paar, aber. Also wir kommen zu dem Schluss, eine Innenstadt ist kein Wald. Wir müssen ja unseren Okay. Bildungsauftrag auch irgendwie erfüllen. Und das, liebe Kinder, bemerkt ihr? Merkt euch Hier ist das? mein Stuhl, der quietscht. Oh, es ist sein Hört Stuhl, man der das? quietscht. Der Ja, ich glaube, ich zittert hab's irgendwie, gehört. Mann. Ich grusel mich nicht, ich zitter einfach. Die Sache ist, mein Fenster ist noch offen, das heißt, es ist hier gerade arschkalt drin. Ja, meins ist zu, aber trotzdem. Und jeden Moment, wahrscheinlich öffnet gleich irgendjemand die Tür hinter mir und erschreckt mich dann total. Ja, das passiert. Und da ist der dritte Zettel mit, dass ich nicht rennen kann. Oh, can't run. Das stimmt aber nicht. Denn mit Shift kann man rennen. Oh mein Das. Gott. Und das Haus scheint für uns nichts Und zu es. bringen. Wow. Da war Kurz. er. Da war er. Da war er. Das passiert auch nicht, weil er sich einfach so zack vor uns beamt. Und das ist unangenehm, sag ich mal. Und wir irren hier weiter durchs Haus. Ich glaube, so langsam versteht ihr, was ich meinte, was wir meinten mit dem Haus. Er ist hinter mir, er ist hinter mir. Und ich habe immer noch nur einen Zettel. Ich glaube. Ich bin schon bei der dritten Zetteleinheit. Die dritte Zetteleinheit. Sebastian Zettel und so. Ja gut, für den schleiche ich mich gleich selbst, okay? Mach, was du für sinnvoll hältst. Ich achte gar Und nicht zu jetzt. sinnvoll, dass ich hier in dieses Spiel spiele, ist auch nicht sinnvoll. Oh, ein Zettel. Dein zweiter? Mein zweiter. Und zwar Ja. sollen wir ihm helfen. Nope, wir nehmen einfach diesen Zettel mit. Moment, hier muss doch eigentlich auch einer hin. Ja. Ich habe den Zylinder also in den Augen verloren. Jetzt kriege ich hier. Ja, ich habe ihn auch lange nicht mehr gesehen. Er teleportiert sich gleich einfach vor mich und zack, Ende. Schnelle Bewegungen machen, das ist ganz gut bei diesem Spiel. Immer ganz schnell rennen, schnelle Bewegungen machen, immer und sehen dann. Kurzer Frame-Einbruch. Was ist denn los? Die Maschine muss das doch packen. So schwer ist das Ganze hier noch nicht. Ich laufe im Kreis. Oh. Ach, da ist er wieder, unser Herzlichen Glückwunsch. Freund. Der kleine Ach, da ist Freund, der er. Ich einfach hab's gesehen. so durch den Wald Er will läuft nur. und jeden Menschen umarmen will. Ja, er will nur fangen spielen. Aber warum rennt er nicht nur auf dich zu? Weißt du, das ist doof, wenn er sich teleportiert und ist, dass er sich hinter den Bäumen versteckt. Ich finde das überhaupt eine doofe Erfindung. Warum sind da Bäume im Wald? Darüber können wir philosophieren. Warum gibt es Bäume im Wald? Okay, und jetzt ist es gerauscht und ich weiß nicht, wo der ist. Und ich weiß nicht mehr, wie viele Zettel ich habe. Weißt du Du das? hattest drei, glaube ich. Okay, dann höre ich jetzt Ich mal glaube, auf, mich umzudrehen. ich glaube, Oh, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. er ist weg. Scheiße. Ha, wo ist er denn? Ach, das ist der vierte Zettel schon übrigens. Oh, der vierte. Da ist er. Ihr habt ihn wahrscheinlich kurz aus dem Augenwinkel gesehen. Da. Ich. Ja, du nicht. Du interessierst auch niemanden. Du bist einfach. Wieso bin ich wieder am Silo? Hallo? Warum ist da das Ländermann? Ich bin nicht einmal im Tilo gewesen. Und ich bin die ganze Zeit nur am Silo. Ich habe gerade eben auch schon eine Runde gezockt. Also irgendwas machen wir falsch. Und da war ich auch nur am Silo. Ja, wo ist er denn? Ich drehe mich die ganze Zeit manchmal raus. Ich bin auch am Überlegen, ob ich die Aufnahme von gerade eben hochstellen soll, weil die, naja, nicht gerade die beste geworden ist. Ach, da ist er, direkt neben mir. Werdet ihr Ganz sehen. wichtig. Wenn die oben ist, dann ist die oben. Wenn nicht, dann nicht. Ich glaube, er fängt mich jetzt jeden Moment. So, Markus, du wolltest was sagen?
Jetzt auch nicht mehr. Okay. Tut mir leid, dass ich dich abgewürgt habe. Nicht. Ach ja. Ach, immer hier die netten Typen, die durch den Wald rennen. Ja. Im Anzug. Vielleicht hast du ja was. Vielleicht hast du ja nur irgendwas verloren und du willst es. Und dann willst du sie zurückgeben. Ah. Ich hab nicht gesehen, auf einmal kommt das Klavier. Von oben. Wieder so. Das Klavier. Jetzt mal wirklich ich glaube, jetzt kommt der nächste Zettel, wie viele ich auch immer habe. Ich hab's vergessen. Müssen wir mal eine Mod machen, immer wenn der Slenderman. Also anscheinend ist Slenderman ein Klavier. Wieso bin ich am Haus? Weil du mich alleine lassen solltest. Dann hab ich noch einen Zettel. Nummer 5? 4. 4. Am Haus war ich gerade schon dreimal, aber den habe ich schon. Den Zettel! Wo ist er denn? Oh mein Gott, jetzt werde ich nervös. Was war denn hinter hier? Ja, right behind you. Er holt dich und jetzt ist er komplett weg. Und es rauscht nicht mehr und ich bin immer ein Viertel Zettel. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich habe Angst, dass ich gleich dann... gerade irgendwie ein bisschen enttäuscht bei mir. Ich hatte gerade eben auch so einen Lauf, aber dann hatte ich auf einmal 5 Zettel, aber... Aber dann hab ich keinen Bock mehr. Nee, hier finde ich irgendwie gar nichts. Augen auf, Augen. Wo kommt man eigentlich... Klavier entlang. Eine Spur aus Klavieren. Wo ist er denn? Ich bin schon dritten Mal bei diesen 6 Holzklötzen. Bei den Pfählen? Ich finde die irgendwie nie. Warst du schon bei den Steinen? Ja. Ich du musst einfach nur immer geradeaus, dann rechts, zweite links und dritte Baum geradeaus, dann bist du da. Dritte Baum geradeaus, ach so. Ich bin dann beim dritten Baum rechts gegangen. Ja. Oh, das ist ein Tanklaster. Wie kommt er überhaupt hierher und warum? Ah! Da ist er. Ja, ich hab's gehört. Du hast was gehört? Ja, so ein Ja, das ist irgendwie extrem laut. Ich hoffe, das ist jetzt in der Aufnahme nicht so extrem laut. Das muss ich machen, ist auch noch follows. It follows. Das ist uns, glaube ich, schon aufgefallen, oder? Ich weiß nicht, guck mal hinter mich. Nein, da ist niemand. Gut. Warum ist da niemand? Scheiße, da ist jemand hinter mir. Nein. Scheiße, da ist niemand hinter mir. Oder was? Und da ist er. Es kriselt. Gleich hat er uns. Gehen jetzt mal mit dem Rücken zu ihm. Einfach auf den Rücken zu ihm und dann schnell umdrehen. Und gehen diesen Weg hier lang. Aber ich glaube, Containment Reach wird schlimmer. Machen wir es so. Ja. Mild ausgedrückt. Ja, das kommt auch noch demnächst. Da werden wir SCP Containment Breach zocken. Und das ist auch ein Horror-Game, aber ein bisschen extremer, denke ich. Ich habe es bis jetzt noch nicht gezockt, aber was ich gehört habe... Doch, okay, aber wenn man das nach dem Gehör nimmt, dann ist Slender auch ein... Oh mein Gott, wir werden alle sterben, Ding. Da steht dann drauf, Don't look or I take you. Oh, wir sind das an einer Röhre angekommen. Okay. Wir machen jetzt einen auf Mario. It's a me, Mario! Markus Kraus ist vor Mario. Mario. Ich bin da lang gelaufen, einmal im Kreis. Frag mich warum. Und hier haben wir keinen Zettel. Meine Damen und Herren. Dann, unglaublich. Ich war da. Und ich ja, ich hab dir zugehört. Ist ja mit meinem Channel hier. Aber eins gibt's wirklich eine Sache, die interessiert vielleicht jetzt mal alle. Ganz wichtig, wenn man hier Angst hat beim Spielen, einfach eine Fahrradrücklichtleuchte, sich mit an den Schreibtisch nehmen und damit einfach die Wand anmalen. Und dann geht's einfach besser, man hat Licht an der Wand. Und da war er direkt vor uns. Wollte ich jetzt nur mal so sagen. Ja. Er sieht ja nicht so, dass die... Ah, er steht direkt hinter mir. Ja, er ist auch, hat sich auch direkt vor mich teleportiert, also das ist, unschön.
Ach, du bist schon raus? Nein! Ich lebe gerade noch. Taschenlampe auf, Taschenlampe an und geht dann ein bisschen weiter weg und rennen und ich glaube, gegen den Baum. Ich muss noch länger durchhalten als du. Die Leute müssen noch was zu sehen haben. Kannst du ja in der Zeit Mario spielen, wie ich das noch zu Ende mache. Ja, genau. Alles weg. Aber er endet gleich ewig vor mich telefonieren. Ja, ja, er telefoniert sich vor dich. In der Warteschlange. Die Warteschlangen sind aber auch immer so nervig. Was? Warteschlangen. Im Allgemeinen. Sind nervig. Bisschen Smalltalk. Ich muss mich ablenken. Ich werde hier von einem schwarzen Mann im Wald verfolgt. Stell mal vor, der wäre pink. Oder grün. Das wäre lustig. Nein, man würde es nicht sehen, weil der ganze Wald schwarz ist. Und da ist ein Baum. Und da wird der sechste Titel sein. Und dann wird er sich direkt hinter mich teleportieren und dann renne ich. Ach, er steht jetzt schon wieder hinter mir. Oh, okay, ja. So, Passbild. Und hier sind wir an einem Kreuz aus Wänden. Und unsere Taschenlampe wird gleich ausgehen, das habe ich irgendwie im Gefühl. Ich habe die jetzt ausgemacht und renne gerade. Ja. Und jetzt hat es ganz gut aufgeflimmert. Was ist er denn? Ich renne einfach. Nein. Wow, wo ist er denn? Ich hab's wieder gehört. Ah, er ist hier wieder. Ist das echt so laut? Dann mache ich mein Headset ein bisschen leiser. Ich hab verloren. Taschenlampe aus, oder? Taschenlampe ist aus und der hat mich gekriegt. Bin ich jetzt bei Zettel 3 oder 4? Ich soll klicken zum Continuieren. Ja, das werden die Leute hier gleich auch nochmal sehen. Willst du gleich noch eine Runde zocken oder wartest du noch kurz? Ich will die noch schreien. Okay. Ich muss mich auch abwehren gerade. Die Sache ist eben, wir haben das Spiel schon öfters mal so gezockt und darüber über Skype geredet und Markus hat schon mal ein paar Mal geschrien. Das darf ich doch hier so sagen, oder? Das darf ich doch hier so sagen. Was? Dass du geschrien hast. Ich habe nicht geschrien. Gut. Ja, und ich habe eigentlich immer irgendwie es geschafft, die Fassung zu behalten. Irgendwie. Außer als wir Elementary gespielt haben. Gut, ja. Das ist noch eine andere Map. Will ich wahrscheinlich auch mal hier auf diesem Kanal spielen. Und da ist unsere Taschenlampe auch schon aus. Juhu. Pass auf hinter dir. Da ist er auch. Glaube ich. Ich konnte ihn nicht sehen. Ja, ich kann ihn sehen. Also, ich glaube, wir können es eigentlich schon geschlagen geben, aber nein. Was bist du denn für einer? Nur weil dich ein Typ im Anzug verfolgt, deine Taschenlampe aus ist und du nicht keinen Ausweg findest. Und hier alles dunkel ist und er sich direkt vor mich teleportiert. Oder neben mich oder hinter mich. Ich hab keine Ahnung, wo er jetzt ist. Verdammt. Moment. Ich schau auf den Boden. Gras. Moment. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir wären eine Kuh. Weil das ganze Gras doch... Okay, aber mal dabei. Slender spielt in einem Wald. Also Slender, die Pages, was wir hier gerade spielen, spielt in einem Wald. Jupp. Dieser Wald ist umzäunt. Mit einem Zaun. Ja, den Zaun. Ja, mit einem Zaun. Und irgendwo ist ein Eingang. Aber warum macht man einen Zaun für ein Gebiet, wo es keinen Eingang für gibt? Wenn es Sperrgebiet ist. Ja, das macht aber keinen Sinn. Da gibt es doch immer irgendwas. Und wie kommt dann das Auto da rein? Ja, das ist die Frage, die ich mir immer stelle. Das Haus, warum soll da ein Haus sein, wo außen rum ein großer Zaun ist, wo kein Mensch reinkommt? Ja, es kann ja... Oh. Sperrgebiet sein. Nein. Er war nur direkt hinter mir. Wie viele Tages hast du? 3 oder 4. Oh. Ich finde irgendwie keine mehr. Und das ist das Schöne an den anderen Mods von Slender, also Elementary, wie Alex gerade gesagt hat, und vom Rest auch, dass man da die Taschenlampe
die ich dann hat. Ja, wobei ich. Aber man wird besser, man wird so mehr erschrocken. Ja, wobei ich wirklich finde, Erschrocken. ja, dass Create Pages der originale, Erschrocken. der einzige von Parsec Productions auch ist, der offizielle quasi, ist auch der beste, meiner Meinung nach. Ja, also man kann ich ja. Wobei die anderen Maps natürlich auch ihren Reiz haben. Außer Seventh Street, das finde ich geht nicht wirklich so. Boah. Das ist nicht mehr gruselig, weißt du? Hat Und es was, gibt keine aber. Map im Internet dafür. Oh. Ja, wir haben uns da mal selbst eine Map für gezeichnet. Hast du die Ja, ich eigentlich durfte noch? die zeichnen, weil du einfach zu unfähig dafür bist, Strich auf ein Blatt Papier zu machen. Ja, Das so ist in wieder etwa. Realität verfälschen. Das hier ist mein Kanal, hier muss ich positiv dargestellt werden. Also halt die Ja. Klappe. Oh, Entschuldigung. Ja, du hast alles gezeigt. Ach. Digital getreu. Ja. Digitalgetreu. Digital getreu, ja. Ich hab Der jetzt. Freund von analog daneben. Ja, so in etwa. Was bringt das eigentlich, wenn ich hier durch den Wald auf und den Zellerblick sehe? Da ist er ja. Ich komme irgendwie zu gar keinen Tut, von den. denk einfach, du bist in einer Zuführung. Und ja, du Jetzt ist musst er. irgendwelche Tiere im Im Wald Anzug jagen. sehen. Ja. Diesmal ein Ei mit Körper. Ja, ein Ei mit Körper. Oh, die Musik steigt wieder. Und ich muss gerade ein bisschen aufstoßen. Tut mir leid. Ja, tut sie nicht. Ich bin wieder am Haus. Ah! So, das war's. Gut. Das war dann die erste 4 Seiten übrigens. Auch kein so schlechtes Ergebnis. Ja, ich habe 6. Ja. Aber sonst ist das eh mal andersrum. Also. Ja, gut. Dann vielen Dank fürs Zusehen, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Ja, auch Hoffe. nochmal von mir Tschüss hier aus irgendwo anders. Aus irgendwo anders, genau. Falls es euch gefallen habt, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Hier unten werdet ihr es wahrscheinlich sehen. Daumen hoch und so. Gut, und dann bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Und Markus natürlich auch. Ja. Tschüss. Tschüss.